Mit viel Ironie zeigt Paul Watzlawick, wie man so richtig schön unglücklich sein kann. Und natürlich sind immer die anderen schuld. Offen für Selbstkritik und mit ausreichend Humor ist dieses Buch einer der besten Ratgeber, um sich von selbsterfüllenden Prophezeiungen und zusammengeschusterten Vorurteilen zu befreien. Meine Empfehlung aus dem Homeoffice, Paul Watzlawick, Anleitung zum Unglücklichsein.